mich nur dem Glücksglöckchen von Percy. Ich bin ein echter Glückspilz, weil ich diese Glocke hab. Heute kann mir nichts passieren und meine Angst ist weg. Nichts hält mich auf, denn ich hab Percys Glocke im Gepäck. Ich bin ein echter Glückspilz, weil ich diese Glocke hab. Höhlenmonster, kaputte Schienen, ist alles kein Problem. Mit dieser Glocke ist es selbst im Bergwerk sehr bequem. Ich bin ein echter Glückspilz, weil ich diese Glocke hab. Percy hat sie mir geliehen für meinen Ausflug hier. Ich bin sein Freund, drum pass ich auf, dass ich sie nicht verliere. Ich bin ein echter Glückspilz, weil ich diese Glocke... Oh, oh! Das werden wir ja sehen. Wer als Letzter am Recyclinghof eintrifft, ist ein Schlafwagen. Also, das will ich nicht verpassen. Los, kommt! Ich gebe Gas, ich lege los. Denn meine Aufgabe ist groß. Hoch und runter, so schnell ich kann. Dieser Transport kommt sicher an. Ich gebe Gas, ich lege los. Gleich wirst du aber staunen, wenn ich wieder zu dir stoß. Ich lege los, weil man Versprechen halten muss. Wir geben Gas, wir legen los und schieben bis zum Schluss. Die Loks auf den Schienen machen brumm, brumm, brumm. Brumm, brumm, brumm. Brumm, brumm, brumm. Die Loks auf den Schienen machen brumm, brumm, brumm. Überall ist Musik. Haken gegen Briefkästen, bang, 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 bang. Bang, bang, bang. Haken gegen Briefkästen, bang, 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 bang. Überall ist Musik. Wind in den Röhren macht wusch, 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 wusch. Wind in den Röhren macht wusch, wusch, wusch. Überall ist Musik. Die Glücksglocke bimmelt ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Sie hört nicht auf, mir Glück zu bringen. Überall ist Musik. Hör genau hin, dann merkst du schnell. Merkst du schnell, merkst du schnell. Hör genau hin, dann merkst du schnell. Überall ist Musik. Drachenzug los! Hört, hört, jeder kommt mal dran. Edle Ritter, wir halten zusammen. Seht ihr diesen Berg, da muss ich hin, bis ich oben angekommen bin. Jetzt hab ich getan, was ich kann. Nia, du bist dran, los, zieh den Drachen! Hört, hört, hört mal her, anderen zu helfen, das gefällt uns sehr. Vorsichtig hinab, bis ins Tal, denn zu schnell wäre nicht ideal. Jetzt hab ich getan, was ich kann. Kana, du bist dran, los, zieh den Drachen! Hört, hört unseren Sang, wechselt ab, so kommt jeder dran. Aus dem Weg, jetzt ist es Zeit für ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Jetzt hab ich getan, was ich kann. Percy, du bist dran, los, zieh den Drachen. Rechts rum, links rum, hier und da. Bin wie ein Ritter, hoch zu Ross, hier. Hört, hört, jeder kommt mal dran. Edle Ritter, wir halten zusammen. Da, wo der Regenbogen aufhört, was dort versteckt ist, das weiß man nicht. Aber mir fällt viel Cooles ein. Hey! Zum Beispiel ein Scheinwerfer, möglichst aus Gold. Hält funkelnde Räder, auf denen man schneller rollt. Da, wo der Regenbogen aufhört. Einen Moment, warte. Das sehen wir uns an. Also,
Die kleine Hütte ist da, aber wo ist der Regenbogen? Kommt er dir jetzt auch noch weiter weg vor? Ja, Connor, irgendwie schon. Aber wir lassen ihn nicht einfach entwischen. Los, komm! Hey! Da, wo der Regenbogen aufhört, an diesem streng geheimen Platz. Hey! Was wird am Ende des Bogens sein? Sieh mal, sind das nicht Bahnschwellen? Hier nichts zu suchen haben. Hey, Kana, da hinten! Wir lüften das Geheimnis des Regenbogens gleich. Ein kleines Stück noch und wir sind unermesslich reich. Was du nicht siehst und das ist schwarz-weiß. Ist es eine Kuh? Muh, richtig! Und jetzt du! Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist sowas von super hügelig. Sind das etwa die hügeligen Gleise? Oh, oh, die sind aber echt hügelig. Bekommen wir denn da keine Schwierigkeiten mit unserer schweren, sperrigen Ladung? Du wirst sehen, gemeinsam wird das ein Kinderspiel. Es ist schon ein bisschen holprig hier. Glücklicherweise fährt unser Team langsam. Hey, Percy, ich würde auch gern mitspielen. Ich sehe was. Wow. Wenn man schön langsam fährt. Wartet! Fahr doch bitte langsamer. Ich glaube, die haben uns nicht gehört. Ich meinte dich, Thomas. Wow. Rostige Radspeichen. Komm schon, na komm schon, jetzt leg doch mal eins dazu. Das war knapp, aber irgendwie auch total spannend. Weißt du, wir sollten wirklich vorsichtiger fahren, wenn wir das Häuschen heil abliefern wollen. Ja, du hast recht. Ich habe nur an Percys Spiel gedacht. Ich sehe was, was du nicht siehst. Ich sehe was, was du nicht siehst. Wir könnten sie einholen, wenn wir durch den Tunnel fahren. Los, ja, komm! Dann los! Ich weiß eigentlich gar nicht, was du willst. Wir könnten doch selbst Ich sehe was, was du nicht siehst spielen. Also, ich fange an. Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist... Schwarz und Weiß. Ist es das Stinktier? Stinktier? Ein riesen widerlicher Gestank von so einem kleinen Stinktier. Aber du solltest mal sehen, was für ein Gesicht du ziehst. Was, mein Gesicht? Dein Gesicht erinnert mich an ein grünes Gespenst. Los, komm, noch können wir es schaffen, Percy einzuholen. Sky? Five! Bringen wir das Häuschen über die Ziellinie, mein Freund. Okay, geht klar, mein Freund. Hätt nie gedacht, dass ich mit dir mal dieselbe Strecke fahr. Aber als Team sind wir perfekt. Ich glaub, mir ist jetzt klar. Freunde gibt es überall, drum fahr ich neben dir. Zwei Partner auf dem Gleis sind wir. Bist du schlecht drauf und gerade dann ist dein bester Freund nicht da. Du musst nicht traurig sein, du bist nicht allein, ein neuer Freund ist schon ganz nah. Freunde gibt es überall, drum fahr ich neben dir. Zwei Partner auf dem Gleis. Bin froh, dass ich's jetzt weiß. Zwei Partner auf dem Gleis sind wir. Das ist es. Wir singen ihnen ein Schlaflied, damit sie wieder einschlafen. Den Versuch ist es wert. Mach die Äuglein tschu tschu. Kleiner Zug so brav. Thomas. Wunderschön. Mach die Äuglein.
Zeuglein Schuh-Schuh. Ruh die Räder aus und schlaf. Oh. Hey, Thomas, ich glaube, es klappt. Mach die Äuglein Schuh-Schuh. Hast für heute genug getan. Musst nicht mehr weiterfahren. Sing weiter, Thomas. Wenn die Sterne am Himmel stehen, kannst du bald das Traumland sehen. Morgen musst du fleißig sein, drum ruh dich aus und schlaf schnell ein. Mach die Äuglein Schuh-Schuh, bist kuschelig zugedeckt. Mach die Äuglein Schuh-Schuh, bis der Sonnenschein dich aufweckt. Alles in Ordnung? Hier ist es noch dunkler als draußen. Ja, und das ist gut so. Ja, ich weiß. Geheimagenten lieben die Dunkelheit. Für Agenten ist die Nacht, denn niemand schöpft Verdacht. In der Nacht ohne Licht, nur die Sterne sind zu sehen. In der Nacht ist die Zeit für gute Ideen. In der Nacht ohne Licht hab ich manchmal Bammel, doch mit dir merke ich, wie ich neue Kräfte sammle. In der Nacht ohne Licht, nur die Sterne sind zu sehen. Niemand schöpft Verdacht. Für Agenten ist die Nacht. Für Agenten ist die Nacht. Kana, warum fährst du nicht weiter? Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich bin plötzlich stehen geblieben. Hast du keinen Dampf mehr? Ich brauche keinen Dampf. Eine Elektrolok fährt mit Strom. Aber meine Batterie ist ganz voll. Irgendetwas stimmt nicht. Und was stimmt nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich bin einfach stehen geblieben. Wie soll ich denn jetzt bitte schön meine Wagen zum Bahnhof von Vickerstown bringen? Wie wär's, wenn ich deine Wagen und dich nach Vickerstown bringe? Aber was ist, wenn du es nicht schaffst, bis zum Sonnenuntergang dort zu sein? Ich bin vielleicht nicht so schnell wie du, aber ich kann trotzdem pünktlich sein. Großes Thomas, Ehrenwort. Elektrisch! Danke, Thomas. Halt dich gut fest. Und Abflug. Alles in Ordnung, Thomas? Ein bisschen schwerer, als ich dachte. Alles, was ich brauche, ist mehr Dampf auf dem Kessel. Wir rollen. Hauptsache, wir sind auf dem Weg. Wäre es vielleicht möglich, dass wir ein klein wenig schneller fahren? Wir sind nicht allein. Was? Thomas, könntest du bitte eine Schippe drauflegen? Wir zwei müssen nämlich noch nach Harwick, mein Lieber. Und man erwartet uns heute noch. Ja, alles klar. Ich gebe mein Bestes. Ich dachte, Hochgeschwindigkeitsloks sollen mit Hochgeschwindigkeit fahren. Fahren wir etwa rückwärts? Ich habe noch nie andere Züge aufgehalten. Thomas, bitte mach Dampf unterm Kessel. Können wir nicht irgendwas gegen den Stau tun? Klar können wir das. Ich habe eine Idee. Ja, wir fahren die andere Strecke. Es ist meine geheime Abkürzung. Danke, Thomas. Viel Glück. Mach's gut, mein Lieber. Verfahr dich nicht. Ja, nicht, dass du dich verfährst. Und das ist auch wirklich eine Abkürzung, Thomas? Keine Sorge. Ich hab dir versprochen, dich bis zum Sonnenuntergang nach Vickerstown zu bringen. Und ich halte, was ich versprochen hab. Na gut, wenn du meinst, dass wir... Oh, halt! Was ist denn? Stimmt was nicht? Na ja, die Strecke.
Sie ist so hügelig und kurvig. Hochgeschwindigkeitsloks kippen nämlich leicht um, wenn sie zu schnell um die Kurve fahren. Wie gut, dass du heute mit Thomas Tempo fährst. Halt deine Achsen fest und mach dich auf was Lustiges gefasst. Und was Lustiges? Das siehst du schon. Kann es losgehen? Mach einfach. Der Drachen ist mein. Nein, dem ist nicht so, mein edler Ritter. Der grüne Ritter ist bereit zu zeigen, was er kann. Erwischt! Doch nicht erwischt. Der schwarze Ritter nähert sich hinter einer Rauchwolke. Hossa! Ich hole euch ein, blauer Ritter. Loswerden! Hey! Wow! Das wirst du nicht los! Noch ist der blaue Ritter im Besitz des Drachen. Der Drache! Der Drache ist weg! Oh nein, wo steckt der bloß? Er ist nicht weg, er ist auf dem Berg. Wer als erster den Drachen fängt, ist ein edler Ritter. Ich werde der edelste der edlen Ritter sein. Halt, nein! Diese Ehre gebührt allein mir. Die Chance, den Drachen einzufangen. Ich auch! Ja. Nein, das ist meine Aufgabe! Komm zurück, Drache! Das war's, den können wir vergessen! Hä? Oh nein! Gleich gibt's einen Zusammenstoß! Nicht, wenn der Ritter in Orange es verhindern kann! Herrlicher Tag für ein großes Abenteuer. Halt, wartet auf mich! Was hast du denn alles dabei? Bei Abenteuern sollte man auf alles vorbereitet sein. Wir fahren nur in ein Bergwerk, Percy. Den Schnorchel habe ich, falls das Bergwerk überflutet wird und wir unter Wasser sind. Und was ist das? Eine Gespensterabschreckmaschine, falls es in dem alten Bergwerk spukt. Wenn ich darauf vorbereitet bin, habe ich keine Angst. Wir haben es geschafft. Wir sind da. Jetzt müssen wir nur noch die Kristallhöhle finden. Die anderen werden bestimmt Augen machen, wenn die kleine Sandy vor ihnen da ist. Du meinst ja wohl, dass Sandy und Diesel vor ihnen da sind. Natürlich. Da wären wir. Jetzt brauchen wir die Karte. Also dann, geradeaus. Ich hab gewusst, dass es im Bergwerk dunkel und unheimlich ist. Warum bin ich nicht zu Hause geblieben? Wie lange dauert's noch? Sind wir bald da? Weiß ich nicht genau. Die alte Karte ist schwer zu lesen. Alles in Ordnung? Vielleicht fahren wir lieber wieder nach Hause. Percy, komm her und schau dir das mal an. Welche Strecke sollen wir nehmen? Es ist so finster hier, ich kann die Karte kaum noch lesen. Seht mal! Wir müssen da lang. Auf geht's, großer Abenteuerclub! Oh ja! Wieso habe ich mich nicht für den kleinen Abenteuerclub entschieden? Dranbleiben, Diesel! Was ist los? Du
bist klein und leicht. Du musst keine Angst haben, dass die Brücke unter dir einstürzt. Das war's dann. Es gibt kein Zurück mehr. Der Mega-Abenteuer-Club zieht nicht zurück, sondern nach vorn. Sieh mal. Kristalle. Dann geht es in diese Richtung zur Kristallhöhle. Ich wette, dass es hier jede Menge riesige Spinnen gibt. Cool, darauf freue ich mich schon. Und Fledermäuse und Tausendfüßler und Schlangen und sie schlängelten Würmern. Sind welche auf mir? Ich glaube, ich fühle sie überall. Keine Sorge, Percy. Ich glaube wirklich nicht, dass wir hier... Wow. Das alte Bergwerk ist noch viel älter und bergwerkiger, als ich gedacht habe. Und dunkler. Und unheimlicher. Ja, natürlich. Gut, dass ich Percys Glöckchen habe. Denn mit dem Glücksglöckchen kann mir überhaupt nichts passieren. Also, auf geht's. Nicht. Was mache ich denn jetzt nur? Ich sag Percy einfach die Wahrheit. Dann wird bestimmt alles wieder gut. Und was mache ich, wenn ich kein Glück mehr habe? Langsam, Reda. Langsam. Ich bin ein echter Pechvogel. Denn die Glocke, die ist weg. Hallo, Callie. Hallo, Sandy. Du hattest neue Schienen bestellt? So ist es. Wenn du mir bitte folgen würdest. Schienen verlegen. Schienen verbinden. Schienen befahren. Danke. Die Aufgabe war schwerer, als ich gedacht habe. Und wie gut, dass ihr da wart und mir helfen konntet. Noch sind wir nicht am Ziel. Na, dann wollen wir mal wieder. Auf zum größten Sandberg von Sodor. Carly, kommst du mit? Sowas muss man einfach gesehen haben. Und wer weiß, vielleicht brauche ich unterwegs noch mal Hilfe. Ich habe sogar noch ein paar Schienenstücke dabei. Auf zu mir! Wisst ihr, was ich als erstes mache, wenn wir beim Sandberg ankommen? Ich baue die sandigste Sandburg der Welt. Und was ist mit euch? Ich fahre meinen Kran aus, um zu sehen, ob der Berg so groß ist wie ich. Wetten, der Sandberg ist viel, viel größer. Und Thomas, was machst du? Thomas? Sind wir schon da? Ja, fast. Wir müssen nur noch über einen Berg. Allerdings über einen steilen Berg. Ist nicht der beste Moment, um heiß zu laufen beim Schleppen dieser Sandladung.
Es wird alles gut. Ich kann dir zur Kühlung einen Ventilator bauen oder einen netten, gemütlichen Schuppen für ein Nickerchen. Oder ich lese dir meine allerliebste Gute-Nacht-Geschichte vor. Die klitzekleine Flitzerlok. Das ist nicht nötig. Ich habe nur ein wenig Durst. Ansonsten ist alles gut. Seht mal, dort drüben steht ein Wasserspeicher. Bin schon unterwegs. Sandy, du musst nicht immer alles allein machen. Auch wenn du gerne helfen möchtest. Kein Ding, Thomas. Bin gleich zurück. Komm schon. Vorsichtig, Sandy, Vorsicht. Der Wasserspeicher kippt um. Keine Sorge. Ich hab's gleich geschafft. Sandy, pass doch auf. Das ist ein echter Wasserspritzbereich. Jedenfalls habe ich keinen Durst mehr. Und du hast jede Menge Wasserreserven für unterwegs. Problem gelöst. Aber Thomas transportiert kein Wasser. Er transportiert Sand. Auch das noch. Das Wasser hat matschigen Schlamm aus dem Sand gemacht. Bis wir auf dem Recyclinghof ankommen, ist er wieder trocken. Los, fahren wir. Warte, du kannst nicht den Berg hochfahren, weil du dann den Sand verschüttest. Und was sollen wir jetzt tun? Das ist alles meine Schuld. Ich dachte, ich bin dir die allerbeste Hilfe der Welt und nicht die Ladung ruiniert. Das ist doch Unsinn. Ohne dich wäre ich niemals so weit gekommen. Wir bleiben einfach hier stehen und warten, bis er trocken ist. Ja, wir warten einfach. Oh nein, es fängt jeden Moment an zu regnen. Aber die Rakete ist noch nicht fertig. Wo bleibt denn nur Thomas? Da ist er, er kommt. Und seht mal, er bringt die Raketenspitze mit. Super, Thomas! Captain Thomas an Bodenkontrolle. Ich habe wirklich den Tag gerettet. Dann legen wir mal los. Hurra! Die Rakete ist fast fertig. Ja! Und ich bin so froh, dass ich doch noch was Wichtiges hergebracht habe. Meinst du die Raketenbatterie? Nein, ich meine die Raketenspitze. Thomas, ohne die Batterie kann die Rakete nicht starten. Sie versorgt alles mit Strom. Wow, die Batterie ist total wichtig. Jedes Teil ist wichtig, Thomas. Und jeden Moment bricht ein Unwetter los. Oh, ein Mist. Dann fällt der Start ins Wasser. Nicht, wenn ich rechtzeitig die Batterie herschaffe. Und dieses Mal mache ich das mit Lichtgeschwindigkeit. Nein, vielleicht bin ich doch nicht schneller als der Sturm, obwohl ich mit Lichtgeschwindigkeit fahre. Du hast Riesenglück, dass du eine Freundin hast, die die schnellste Lok auf Soda ist. Und weil das so ist, kriegst du von mir Raketenbeschleunigung. Wow, wir sind super, super schnell. Und jetzt nichts wie ab zum Raketenstart. Schalte um auf Lichtgeschwindigkeit. Meint ihr wirklich, Thomas schafft es noch vor dem Regen? Keine Chance. Moment, habt ihr das gehört? Thomas! Zu viel Fahrt drauf. Achtung, Thomas! Die Rakete ist im Landeanflug. Oh nein! Jemand muss auf den Countdown-Knopf drücken. 10, 9. Drück noch mal! 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Und Start! Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist schwarz-weiß. Ist es eine Kuh? Richtig! Und jetzt du! Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist sowas von...
schon super hügelig. Sind das etwa die hügeligen Gleise? Oh oh, die sind aber echt hügelig. Bekommen wir denn da keine Schwierigkeiten mit unserer schweren, sperrigen Ladung? Du wirst sehen, gemeinsam wird das ein Kinderspiel. Es ist schon ein bisschen holprig hier. Glücklicherweise fährt unser Team langsam. Hey, Percy, ich würde auch gern mitspielen. Ich sehe was. Spaß gemacht. Ja, du hattest recht. Die Strecke ist wirklich ein Kinderspiel, wenn man schön langsam fährt. Wartet! Fahr doch bitte langsamer. Ich glaube, die haben uns nicht gehört. Ich meinte dich, Thomas. Wow. Rosti, Geradspeichen. Komm schon, jetzt leg doch mal ein Tattoo! Da! 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 Oh, das war echt knapp. Ja, das war knapp, aber irgendwie auch total spannend. Weißt du, wir sollten wirklich vorsichtiger fahren, wenn wir das Häuschen heil abliefern wollen. Ja, du hast recht. Ich habe nur an Percys Spiel gedacht. Ich sehe was, was du nicht siehst. Wir könnten sie einholen, wenn wir durch den Tunnel fahren. Los, komm! Ja, dann los! Ich weiß eigentlich gar nicht, was du willst. Wir könnten doch selbst Ich sehe was, was du nicht siehst spielen. Also, ich fange an. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist schwarz und weiß. Ist es das Stinktier? Stinktier? Ein riesenwiderlicher Gestank von so einem kleinen Stinktier. Aber du solltest mal sehen, was für ein Gesicht du ziehst. Was, mein Gesicht? Dein Gesicht erinnert mich an ein grünes Gespenst. Los, komm, noch können wir es schaffen, Percy einzuholen. Wow, das alte Bergwerk ist noch viel älter und bergwerkiger, als ich gedacht habe. Und dunkler. Und unheimlicher. Ja, natürlich. Gut, dass ich Percys Glöckchen hab. Denn mit dem Glücksglöckchen kann mir überhaupt nichts passieren. Also, auf geht's. Percy's
ihm ein großes Thomas-Ehrenwort gegeben, dass ich auf sein Glöckchen aufpasse. Oh, und das habe ich nicht. Was mache ich denn jetzt nur? Ich sag Percy einfach die Wahrheit. Dann wird bestimmt alles wieder gut. Hä? Und was mache ich, wenn ich kein Glück mehr habe? Langsam, Reda, langsam. Ich bin ein echter Pechvogel, denn die Glocke, die ist weg. Wirklich ein herrlicher Tag für ein großes Abenteuer. Halt, wartet auf mich! Was hast du denn alles dabei? Bei Abenteuern sollte man auf alles vorbereitet sein. Wir fahren nur in ein Bergwerk, Percy. Den Schnorchel habe ich, falls das Bergwerk überflutet wird und wir unter Wasser sind. Und was ist das? Eine Gespensterabschreckmaschine, falls es in dem alten Bergwerk spukt. Wenn ich darauf vorbereitet bin, habe ich keine Angst. Wir haben es geschafft. Wir sind da. Jetzt müssen wir nur noch die Kristallhöhle finden. Die anderen werden bestimmt Augen machen, wenn die kleine Sandy vor ihnen da ist. Du meinst ja wohl, dass Sandy und Diesel vor ihnen da sind. Natürlich. Da wären wir. Jetzt brauchen wir die Karte. Also dann, geradeaus. Ich hab gewusst, dass es im Bergwerk dunkel und unheimlich ist. Warum bin ich nicht zu Hause geblieben? Wie lange dauert's noch? Sind wir bald da? Weiß ich nicht genau. Die alte Karte ist schwer zu lesen. Alles in Ordnung? Vielleicht fahren wir lieber wieder nach Hause. Percy, komm her und schau dir das mal an. Welche Strecke sollen wir nehmen? Es ist so finster hier, ich kann die Karte kaum noch lesen. Seht mal, wir müssen da lang. Auf geht's, großer Abenteuerclub. Oh ja. Wieso habe ich mich nicht für den kleinen Abenteuerclub entschieden? Dranbleiben, Diesel. Was ist los? Du bist klein und leicht. Du musst keine Angst haben, dass die Brücke unter dir einstürzt. Das war's dann. Es gibt kein Zurück mehr. Der Mega-Abenteuer-Club zieht nicht zurück, sondern nach vorn. Sieh mal. Kristalle. Dann geht es in diese Richtung zur Kristallhöhle. Ich wette, dass es hier jede Menge riesige Spinnen gibt. Cool, darauf freue ich mich schon. Und Fledermäuse und Tausendfüßler und Schlangen und sie schlängelnden Würmern. Sind welche auf mir? Ich glaube, ich fühle sie überall. Keine Sorge, Percy. Ich glaube wirklich nicht, dass wir hier